Dass man Korallen füttern muss, hast du bestimmt schon mal gehört. Du hast wahrscheinlich auch gehört, dass man das ja nicht muss, sondern man kann Korallen füttern. Man muss es aber nicht, weil die Korallen sich ja übers Licht ernähren können. Durch die sogenannten Zooxanthellen, die in ihrem Mantelgewebe eingelagert sind. Das sind kleine Algen, die die Koralle durch Photosynthese mit Nährstoffen versorgen. Jetzt gibt es aber Ausnahmen von dieser Regel. Es gibt nämlich sowohl Korallen, die keine Zooxanthellen haben, und es gibt halt Tiere, die gefüttert werden müssen. Ist jetzt erstmal nichts Neues. Aber wir wollen uns heute mal damit beschäftigen, wie es aussieht, wenn du sogenannte Azooxanthelle Korallen in deinem Aquarium hältst, was das bedeutet, was die Besonderheiten sind und vor allem, wie du diese Tiere dann versorgen kannst. Und das Schöne ist, das Gleiche gilt eben für alle Filtrierer, die wir so im Meerwasser-Aquarium kennen. Darunter zählen also auch Muscheln, darunter zählen also beispielsweise auch Röhrenwürmer, darunter zählen beispielsweise auch Schwämme. Für die gilt all das, was ich euch heute über Futter erzähle, ebenso. Deshalb ist das vor allem ein Video darum, wie du Filtrierer und Azooxanthelle Korallen fütterst. Aber bevor wir damit einsteigen, müssen wir natürlich erstmal klären, was sind denn diese ominösen Zooxanthellen überhaupt und warum können die eine Koralle mit Energie versorgen? Zooxanthellen sind der Überbegriff für einzellige, symbiotisch lebende Algen. Symbiotisch bedeutet also, dass diese Alge eine Symbiose eingeht mit einem Wirt, in den meisten Fällen einer Wirtskoralle. Und für beide Parteien gibt es Vorteile durch diese Symbiose. Bei den Korallen ist das so, dass sich diese Zooxanthellen in der Außenhaut der Koralle anlagern. Und deshalb sind sie übrigens auch verantwortlich für die ganzen verschiedenen Farben der Korallen. Das machen nämlich alles die sogenannten Zooxanthellen. Und das erklärt wiederum auch im gleichen Schritt einmal die sogenannte Korallenbleiche, was ein großes Problem für die natürlichen Riffe darstellt, wo nämlich eine Koralle als Stressreaktion, beispielsweise auf zu hohe Temperaturen oder zu hohe CO2-Gehälter, ihre Zooxanthellen aus dem Gewebe abstößt. Und dadurch verliert sie eben ihre Farbe. Deshalb werden die weiß, ja, also Korallenbleiche. Gleichzeitig verliert sie dadurch aber halt auch ihre größte Nahrungsquelle. Und das ist natürlich ein Problem und deshalb sterben die meisten Korallen, die einer Korallenbleiche unterliegen, tatsächlich auch. Das muss nicht unbedingt sein, aber bei den meisten ist es so. Also, einzellige, symbiotisch lebende Algen, die in der Außenhaut der Koralle angelagert sind. Tatsächlich hat man das mal gemessen und in der Außenhaut der meisten Korallen, ich glaube, die konkrete Studie bezog sich auf Steinkorallen, wurden pro Quadratzentimeter bis zu 1 Million dieser Algen gefunden. Wie gesagt, sind ja einzellig. Diese Algen, diese Zooxanthellen, sind photoautotroph. Jetzt haben wir wieder ein schönes Fremdwort hier. Man könnte das auch übersetzen mit machen Photosynthese. Also photoautotroph bedeutet, sie nutzen Licht als Energiequelle für ihre eigenen Stoffwechselaktivitäten. Das bedeutet dann, da sie ja in der Symbiose leben, dass sie die Ergebnisse dieser Stoffwechselaktivitäten, dieser Reaktion dann an die Wirtskoralle abgeben und die sich davon also sozusagen ernährt. Heißt jetzt im ganz konkreten Fall, die Zooxanthelle benutzt Licht als Energiequelle, um eine photosynthetische Aktivität durchzuführen. Dafür braucht sie allerdings noch mehr als nur Licht, dafür braucht sie auch noch CO2 und Wasser. Und beides kommt aus der Wirtskoralle. Die Wirtskoralle gibt also CO2 und Wasser aus ihrem Gewebe an die Alge ab und die nutzt dann das vorhandene Licht, im natürlichen Riff das Sonnenlicht, im Aquarium unserer Aquariumlampe, um damit eine photosynthetische Reaktion durchzuführen, bei der Glucose wieder freigesetzt wird und Sauerstoff. Und beides kommt der Wirtskoralle dann wieder zugute. Die kann also die Glucose und den Sauerstoff aufnehmen und sich davon ernähren. Jetzt wissen wir also schon mal, was Zooxanthellen sind. Und wie gesagt, die meisten Korallen enthalten diese sogenannten Zooxanthellen. Auch andere Tiere enthalten Zooxanthellen. Beispielsweise auch die Riesenmuscheln, Tridacna. Die enthalten auch Zooxanthellen in ihrem Mantelgewebe. Deshalb sind die eben auch so besonders farbenfroh und auffällig. Und so eine Tridacna-Muschel kann sich eben auch über das Licht ernähren. Aber es gibt eben auch Ausnahmen. Es gibt auch sogenannte Azooxanthelle-Korallen. Dieses A als Präfix bedeutet einfach immer, dass das Wort nicht enthalten ist sozusagen. Also Azooxanthelle, die Koralle enthält keine Zooxanthellen. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, sie hat nicht die Option, mit Glucose und Sauerstoff versorgt zu werden durch die in ihr eingelagerten Algen. Das heißt, das muss woanders herkommen. Und das heißt eben auch, dass Azooxanthelle-Korallen gefüttert werden müssen. Die brauchen eine externe Nahrungsgrundlage. Und im Meer ist das natürlich einfach das vorbeischwimmende Phytoplankton, Zooplankton, Kleinstlebewesen, gelöste Nährstoffe. All das wird eben durch diese Korallen aufgenommen. Und natürlich eben auch durch alle anderen filtrierenden Tiere. Darunter fallen, wie gesagt, andere Muschelarten. Ich habe in meinem Aquarium ja beispielsweise auch eine Stachelauster. Auch die ist ein reiner Filtrierer. Die muss gefüttert werden, beziehungsweise die muss Nährstoffe im freien Wasser finden können, damit sie überleben können.
Schwämme gehören dazu, Röhrenwürmer gehören dazu. Es gibt also eine ganze Menge filtrierender Tiere, aber die Artdrucksantellen Korallen sind natürlich deshalb so spannend, weil sie halt so anders sind als andere Korallen. Das Spannende ist nämlich auch, wenn du einen Artdrucksantelle Koralle vor dir hast, die anderen Korallen brauchen Licht als Energieträger, logisch, deshalb wachsen sie ja auch zum Licht hin, weil der Koralle das natürlich den Vorteil verschafft, dass sie in ihr eingelagerten Zooxanthellen besser arbeiten und sie mehr Nährstoff bekommen kann. Artzooxanthelle-Korallen brauchen kein Licht. Und das ist ein ganz interessanter Punkt. Das bedeutet nämlich einerseits, dass du Artzooxanthelle-Korallen im Aquarium an Stellen platzieren kannst, wo nicht viel Licht herrscht. Die können also im Schatten von Steinen stehen, die können im Schatten von anderen Korallen stehen, die können unter Überhängen stehen. Ist denen völlig wurscht, weil Licht ist einer Artzooxanthellen-Koralle egal. Und das führt nämlich auch zu einer ganz interessanten Sonderform der Meerwasseraquaristik, die mir ehrlich gesagt bis vor einigen Wochen selber auch noch gar nicht bekannt war. Es gibt nämlich Aquarien, komplette Meerwasseraquarien, die komplett ohne Beleuchtung gefahren werden können, eben weil du nur Artzooxanthellen-Korallen in diesem Aquarium hältst. Was also ein komplettes Meerwasser-Aquarium, was auch wirklich ernsthaft sehr bunt aussehen kann, weil Artzooxanthelle-Korallen nämlich durchaus auch farbiges Gewebe haben. Diese Farbe kommt dann halt nur nicht durch die Zooxanthellen. Aber es ist halt keine Lampe drüber. Es ist einfach immer dunkel in diesem Aquarium. Sehr, sehr spannendes Projekt. Wichtig ist aber trotzdem nochmal darauf zurückzukommen, dass diese Korallen und diese anderen Filtrierer natürlich gefüttert werden müssen, um zu überleben. Deshalb ist nämlich dieser Punkt, mit dem sie braucht kein Licht und kann deshalb in Schattenbereichen platziert werden, der ist zwar so korrekt, man muss aber natürlich bedenken, dass wenn du jetzt eine Koralle, nur weil sie kein Licht benötigt, irgendwo unter so einen Überhang drunter schiebst, kann sie da zwar überleben, weil kein Licht hinkommt, aber du musst bedenken, kann ich sie da denn überhaupt noch füttern? Und es gibt jetzt halt zwei Varianten. Entweder du fütterst das Tier direkt, beispielsweise mit einer Pipette oder mit einer Pinzette oder was auch immer, dann musst du halt schon irgendwie an das Tier rankommen. Und deshalb solltest du natürlich, wenn du Artzooxanthelle-Korallen irgendwo hinsetzt, schon noch darauf achten, dass du da noch irgendwie drankommen kannst. Also das darf jetzt nicht so super krass versteckt in irgendeiner Höhle ganz tief hinten drin sein. Die andere Variante wäre natürlich einfach für eine ganze Menge gelöstes Futter im Wasser zu sorgen. Das würde dann dazu führen, dass diese Koralle auch an solchen Stellen sehr wahrscheinlich noch Nahrung abbekommt. Garantieren kannst du natürlich trotzdem nicht. Solange du das Tier nicht direkt fütterst, ist es immer schwer, sowas zu garantieren. Das führt aber auch zu anderen Problemen, die übrigens ganz generell auftreten können, wenn du halt viele Filtrierer im Aquarium hast, die eben gelöstes Futter brauchen. Beispielsweise führt das dazu, dass du auch vermehrt Glasrosen bekommen kannst. Weil die freuen sich natürlich auch über die ganzen gelösten Nährstoffe im Aquarium. Ist beispielsweise auch ein Punkt, den ich so langsam aber sicher bei mir im großen Becken erkennen kann, weil ich da tatsächlich durch die Filtrierer, die ich da drin habe, sehr regelmäßig füttere, sehr regelmäßig auch mit Flüssigfutter oder mit Staubfutter füttere, damit die eben immer was abbekommen. Und das führt halt dazu, dass Glasrosen, wenn sie einmal da sind, sich relativ gut verbreiten können. Ich mache das momentan so, dass ich die noch einzeln wegspritze. Früher oder später werde ich da aber auch wieder auf einen Troplysmata vodemanni zurückgreifen, die sich dann hoffentlich darum kümmern. Aber das sind dann natürlich so Nebeneffekte, die dadurch entstehen können. Ich habe es jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet. Vielleicht stellt ihr euch nämlich jetzt auch die Frage, ja, aber warum sollte ich denn überhaupt Artzooxanthelle-Korallen halten wollen? Naja, das sind tatsächlich sehr, sehr hübsche Korallen. Also ich habe beispielsweise erst jetzt neu eine Tubastrea mit in mein Becken gesetzt, die sogenannte Sonnenkoralle. Und wie der Name schon sagt, das ist eine Koralle mit richtig schönen sonnengelben Polypen. Und gelb ist nämlich tatsächlich eine Farbe, die so natürlich extrem selten vorkommt bei Korallen. Also wenn du wirklich gelbe Korallen haben willst, dann sind das lustigerweise ganz häufig Artzooxanthelle Korallen, die gefüttert werden müssen. Weil das Gelb, warum auch immer, mit den Zooxanthellen irgendwie nicht so richtig erreicht werden kann. Wenn es dann mal gelb ist, dann ist es eher ein fluoreszierendes Gelb, was du dann unter Blau- oder UV-Licht besser sehen kannst. Aber so ein natürliches Gelb sind tatsächlich ganz häufig Artzooxanthelle-Korallen, wie beispielsweise so eine Tubastrea. Das Lustige ist halt auch, es ist nochmal ein anderes Verhalten. Also man kann dadurch tatsächlich auch nochmal einen interessanten Aspekt in sein Meerwasseraquarium reinbringen, weil das Verhalten dieser Korallen anders ist. Gerade eine Tubastrea macht beispielsweise ihre Polypen in der Regel nur nachts auf, weil sie nachts halt ihre Nahrung fängt. Das heißt, ganz viele Filtrierer sollten auch eher nachts gefüttert werden. Oder zumindest, wenn das Licht aus ist. Muss ja nicht mitten in der Nacht sein. Aber dann gehen halt da häufig die Polypen auf. Das ist übrigens ein Verhalten, was du auch bei allen anderen Korallen erkennen kannst. Da sie sich natürlich tagsüber durch die Zooxanthellen ernähren können, ist es da nicht wichtig. Aber nachts fahren die meisten Korallen tatsächlich ihre Fangtentakel aus. Auch etwas, was man tagsüber nicht sieht. Und dann macht es nämlich auch Sinn, nachts nochmal extra zu füttern, damit auch diese Korallen was abbekommen. Weil, auch wenn andere Korallen durch ihre Zooxanthellen leben können und auch vernünftig leben können, aber wenn du auch diese Korallen zufütterst, dann geht es denen nachweislich besser.
Sie wachsen besser, sie bilden bessere Farben aus. Das heißt, auch die profitieren von einer Fütterung, wie sie für Azoxanthellae-Korallen nötig wäre. Das heißt, du machst damit ganz grundsätzlich einfach nichts falsch. Es kann halt nur, wie jetzt gerade schon gesagt, dazu führen, dass natürlich auch andere Dinge, die du vielleicht nicht füttern willst, zusätzlich gefüttert würden, wie beispielsweise sowas wie Glasrosen. Tatsächlich ist das etwas, was ich schon nach meinem Besuch bei Plankton Plus mitbekommen habe, wo ich ja auch schon eine ganze Weile mit dem Phytoplankton von Plankton Plus gearbeitet habe, was da hauptsächlich für meine Auster angeschafft wurde, weil die eben als reiner Filtrierer muss gelöste Nährstoffe im Wasser finden. Da bietet sich Phytoplankton an und das kommt eben auch allen anderen Korallen zugute. Und das sieht man. Ich finde nämlich, seitdem ich das tue, sehen die Korallen alle besser aus und wachsen alle besser. Und wenn man das eh schon einmal etabliert hat, dann ist es auch kein Problem, weitere Azoxanthellae-Korallen im Aquarium zu halten. Bei mir ist es so, neben der Tubastrea, die ich da drin habe, habe ich ansonsten noch verschiedene Filtrierer. Ich habe, wie gesagt, die Stachelauster, ich habe zwei große Röhrenwürmer da drin. Auch meine Tridacna findet natürlich so eine Fütterung ganz geil, auch wenn sie nicht unbedingt darauf angewiesen ist. Ich habe aber auch einige Azoxanthellae-Gorgonien drin. Bei Gorgonien ist das tatsächlich etwas, was meiner Meinung nach recht häufig vorkommt, dieses Azoxanthellae-Ding. Und da gibt es halt wirklich tolle Varianten, nämlich beispielsweise die ganzen Manellas, die einfach auch krasse Farben ausbilden. Also so richtig feuerorangene Manellas mit orangenen Polypen und orangenem Gewebe. Geile Farbe. Aber Azoxanthellae muss gefüttert werden. Oder in meinem Fall eine andere Manella mit so einem orangenen Stiel und ganz weißen Polypen. Sieht auch total faszinierend aus. Weiße Polypen sind übrigens auch häufig ein Indiz dafür, ob eine Koralle Azoxanthellae ist oder nicht. Nicht immer, natürlich gibt es wie immer Ausnahmen, aber gerade bei den Gorgonien kann man häufig sehen, ist diese Gorgonie Azoxanthellae oder nicht, indem man guckt, welche Farbe haben die Polypen. Und hier kann man das beispielsweise ganz gut sehen. Rechts ist eine Manella mit weißen Polypen, links ist eine andere Gorgonienart. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht mehr genau sagen, welche jetzt in diesem konkreten Fall. Die hat aber eben keine weißen Polypen, sondern die sind so ein bisschen ja, orangelich, fleischfarbenbräunlich. Und das ist ein Unterschied. Und da sieht man, okay, links Xoxanthellae, rechts Azoxanthellae. Das ist ganz interessant. Wie gesagt, trifft nicht immer zu, aber zumindest als erste Annäherung, wenn einem das auffällt, dann kann man sich so ein bisschen daran orientieren. Und meine andere Variante hier mit den krass weißen Polypen und diesem orangenen Stiel ist einfach auch ein super Eyecatcher. Und dazu kommen dann eben, wie gesagt, noch ganz viele andere Manella-Arten, die einfach sehr, sehr, sehr farbig sind und damit auch tolle Farbakzente für jedes Riff-Aquarium darstellen können, wenn man sich halt eben darum kümmert, sie zu füttern. Und deshalb müssen wir uns jetzt endlich mal angucken, wie man sie denn füttert. Und ich habe hier eine ganze Batterie an Futter aufgebaut, die ich tatsächlich hier habe und regelmäßig benutze. Das sieht jetzt ein bisschen nach Tropic Marine Sponsoring aus, ist es tatsächlich gar nicht. Ich habe diese ganzen Sachen aber ehrlicherweise von Corellixy zur Verfügung gestellt, gerade weil ich nämlich auch konkret dieses Video machen wollte. Ich hatte lustigerweise aber das meiste Futter hier eh schon da. Also ich benutze eh schon die ganze Zeit Phytoplankton. Ich habe das von Corellixy jetzt zum ersten Mal hier. Ich habe vorher die von Plankton Plus benutzt. Ich glaube ehrlich gesagt, welche ihr da benutzt, dürfte ziemlich egal sein. Ich verlinke euch das hier von Corellixy. Ich verlinke euch aber auch die, die ich von Plankton Plus benutzt habe. Ich habe schon sehr, sehr lange das Phytonic und das Zootonic im Einsatz, also die Flüssigersatzstoffe von Tropic Marine. Und ich habe tatsächlich auch schon sehr lange, jetzt muss ich kurz gucken, wo es ist. Hier ist es, ja genau, das Omega Vital Micro im Einsatz, quasi als eine Art Staubfutter. Die benutze ich also ohnehin schon die ganze Zeit und vorher waren sie auch nicht gesponsert, da habe ich mir sie einfach so gekauft. Übrigens genauso wie die ganzen Sachen von Plankton Plus, die habe ich auch einfach so gekauft. Und jetzt hier einmal, das was hier steht, ist aber tatsächlich gesponsert. Was neu ist, was ich ganz interessant finde, ist das Reef Snow. Das ist halt ein Futter, beziehungsweise das ist halt eigentlich kein Futter, das ist ein Bindemittel für Futter. Reef Snow, das muss man an dieser Stelle vielleicht mal erklären, das kann man tatsächlich beobachten, wenn man selber in Korallenriffen mal unterwegs gewesen ist. Das sieht halt so aus, als würden da die ganze Zeit Partikel durchs Wasser schwimmen. Das sind halt so Klumpen aus Eiweißverbindungen und Detritus und Phyto- oder Zooplankton, die halt zusammen klumpen und dann wie so Flocken durchs Wasser schwimmen. Und sowas kann man sich hiermit sozusagen künstlich erzeugen. Das ist ein Algenextrakt, was aber halt, so wie so ausflockt oder Klumpen bildet. Das muss man in Osmosewasser einrühren und dann eine ganze Zeit lang stehen lassen, irgendwie ein, zwei Stunden stehen lassen. Und dann hat man danach halt so eine, wie so eine Suspension. Sieht aus wie so ganz grober Grieß. Aber auch sehr, sehr flüssig. Also nicht, dass man da auf einmal so eine Art Pudding vor sich hat, sondern wirklich immer noch auf Wasserbasis. Aber man sieht halt da drin so einzelne Grießkörnchen sozusagen rumschwimmen. Und in diese Mischung kann man dann anderes Futter reinmischen. Zum Beispiel sowas wie das Omega Vital. Oder aber eben auch wie pulverförmiges Phytoplankton. Ne? Also das Zooton oder Phyton.
Plankton beispielsweise, das ist quasi Plankton gepulvert, also pulverisiert. Das könnte man dann da reinrühren, dann verbindet sich das mit diesen Flocken und diese Flocken kann man dann ins Becken kippen und dann ist das halt wie so dieser natürliche Reef Snow. Und das ist eigentlich ganz lustig. Worauf du natürlich achten musst bei der Fütterung, das siehst du ja jetzt hier auch schon, es ist eigentlich nicht so, dass du jetzt ein spezielles Futter für diese Filtrierer hast, sondern Filtrierer und auch Azoxanthelle Korallen nehmen alles auf, was sie im Wasser kriegen können. Vorausgesetzt, es ist klein genug. Bedeutet also, wir reden hier von Flüssigfutter, wir reden hier von sehr kleinem Futter oder Pulverfutter. Oder nochmal Flüssigfutter jetzt hier in diesem Fall. Und das ist das, worum du dich kümmern solltest. Und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es die Möglichkeit, direkt zu füttern, was man beispielsweise auch mit einem Ansatz aus dem Reef Snow gut machen kann. Oder man füttert eben, wie gerade schon gesagt, über die Wassersäule dann idealerweise flüssig oder extrem fein, also als Staubvariante, um mal zu garantieren, dass es sich wirklich überall verteilt und dass wirklich auch überall was hinkommt. Und ich mache ehrlich gesagt eine Kombination aus beidem. Das Direktfüttern ist halt gut fürs eigene Gewissen, weil man weiß, das Tier hat gerade auf jeden Fall was abbekommen. Da kommt es aber auch sehr auf das Tier drauf an. Es gibt halt verschiedene Filtrierer, die muss man 2-3 Mal die Woche füttern. Das passt für die. Es gibt andere Filtrierer, die sollte man täglich füttern. Da zählt beispielsweise die Tubastrea dazu. Die freut sich, wenn sie jeden Tag Futter abkriegt. Das ist ja eine LPS, die hat recht große Polypen, die kann man auch relativ gut direkt füttern. Bei den Manellas ist es so, die haben echt kleine Polypen. Und es gibt natürlich auch noch andere Azoxanthelle-Korallen. Es gibt Azoxanthelle-Weichkorallen mit winzigsten Polypen. Die kannst du nicht gut direkt füttern. Da macht es dann auch wieder Sinn, eher über die Wassersäule zu gehen. Wie konkret sieht das jetzt aus? Das sieht so aus, dass ich tatsächlich morgens und abends normal füttere für meine Fische. Das heißt, die kriegen morgens und abends Futter in irgendeiner Form. Plankton, Zooplankton, Artemia, Frostfutter, Trockenfutter, irgendwelche größeren Pellets, beispielsweise so ein Dr. Basler Regular M oder Regular L, das kriegen die Fische. Jetzt ist es natürlich so, dass gerade bei Artemia, wenn ich Artemia Nauplien habe, also Lebendfutter, die sind so klein, dass die Korallen und die Filtrierer da auch was von abbekommen. Was ich dann aber noch zusätzlich mache, ist, abends, sobald das Licht aus ist, dann wird einmal dieses Konglomerat gefüttert. Meistens kommt ein großer Schluck Plankton rein ins Aquarium und dann vielleicht noch so ein kleiner Löffel von irgendeinem Staubfutter. Jetzt, wie gesagt, mit dem Reef Snow, da werde ich mir mal vielleicht eine größere Menge von ansetzen, dass dann auch auf jeden Fall immer noch so ein bisschen Reef Snow mit reinkommt. Oder an manchen Tagen, dann kommt kein Plankton rein, dafür kommt dann sowas wie das Salifert hier rein oder ein Zootonic oder Phytonic, also irgendeine Art Flüssigfutter. Aber das passiert tatsächlich jeden Abend, das mache ich mittlerweile jeden Abend. Und gerade mit dem Plankton konnte ich halt, wie gesagt, sehen, dass es dadurch den Korallen auch ganz echt gut geht, mit den Ersatzstoffen natürlich auch, weil einfach ein höheres Nährstoffniveau für die Korallen da ist, was die Korallen direkt aufnehmen können. Das ist also konkret meine Fütterungspraxis, dass wirklich irgendeine Art Filtriererfutter jeden Abend oder auch später mal abends halt nachts ins Aquarium reinkommt. Und wenn ich dann gerade Lust habe, dann wird auf jeden Fall auch direkt gefüttert. Wie gesagt, gerade die Tubastrea, gerade die Gorgonien, gerade auch die Röhrenwürmer, die freuen sich darüber. Die kann man ganz gut direkt füttern. Bei der Tubastrea muss ich jetzt ein bisschen drauf achten, wie die sich damit macht. Weil dadurch, dass ohnehin jeden Abend passiv über die Säule gefüttert wird, sollte die eigentlich auch genug abbekommen die ganze Zeit. Aber da werde ich nochmal drauf achten, die wirklich auch regelmäßiger aktiv direkt zu füttern. Weil da würde ich mich auch freuen, wenn die relativ zügig mal ein bisschen größer wird. Weil das echt eine schöne, sehr schöne Koralle ist. Und tatsächlich kann man die so ein bisschen drauf umgehen. Wenn ihr nämlich bemerkt, dass es tagsüber auch immer mal wieder Futter gibt. Und gerade morgens, wenn das Licht angeht, ist das ja der Fall, wenn die Fische gefüttert werden, dann gewöhnt die sich irgendwann daran und geht dann auch tagsüber auf. Nicht wegen dem Licht, wie gesagt, Licht ist der Wurscht, aber sie weiß, dass dann Futter kommt und dann geht sie eben auch zu einer Zeit auf, wo sie weiß, dass Futter kommt. Wie bei allem gilt natürlich, eine Überfütterung ist immer ein Problem. Und ich habe es gerade schon angesprochen, dass dadurch eben natürlich auch Sachen gefüttert werden, die man vielleicht nicht füttern möchte, wie beispielsweise Glasrosen. Und natürlich kann das auch dazu führen, dass sich bestimmte Nährstoffe anreichern. Deshalb ist halt gerade diese Geschichte über das Plankton so interessant und über halt natürliche Produkte, wie halt Algenvariationen, das Reef Snow basiert auf Algenextrakten, das ist halt pulverisiertes Plankton, das ist flüssig. Plankton, das ist echtes Plankton, lebendes Plankton. Ja, also das sind halt alles Sachen, die kann man gut füttern, ohne dass man Angst haben muss, dass das großartig Nährstoffspitzen im Aquarium erzeugt. Tut es nämlich halt einfach nicht. Das ist dann einfach als Futter verfügbar. Und im Zweifelsfall, wenn es halt gar nicht aufgenommen wird, wird es halt auch wieder ausgefiltert. Das ist so ein Ding, da habe ich auch mit dem Florian von Plankton Plus drüber gesprochen. Wie sieht es aus mit Fließfiltern, wenn ihr Fließfilter einsetzt? Oder natürlich auch der Abschäumer. Der Abschäumer kann einen Teil von diesem Futter rausholen. Ein Fließfilter kann tatsächlich auch sowas wie Plankton wieder rausholen. Trotzdem sagt der Florian auch, also klar, wenn man die Sachen ausschaltet, dann verbleibt mehr von diesem Futter im Aquarium. Ist natürlich so. Aber
wie viel wirklich rausgefiltert wird. Das ist, glaube ich, so gering, dass das keinen aktiven, also das sind seine Worte, nicht meine, ich habe diese Erfahrung nicht, es wird so wenig rausgefiltert, dass es sich seiner Meinung nach nicht lohnt, dafür jedes Mal die Sachen auszuschalten, eine halbe Stunde zu warten, dann wieder anzuschalten. Vielleicht vergisst man dann, die Sachen anzuschalten, das ist natürlich auch irgendwie blöde. Und tatsächlich mache ich das auch so, ich schalte jetzt für diese Fütterung nichts ab. Ja, also weder mein Abschäumer wird abgeschaltet, gut, Fließfilter habe ich nicht, aber eventuell will ich irgendwann einen haben, den würde ich dafür jetzt auch nicht extra abschalten tatsächlich. Da ist es ja wirklich dann so, dass man gucken muss mit der Menge, dass das halt auf das eigene Aquarium auch so ein bisschen angepasst ist. Bei mir ist es jetzt so, ich habe zwei Röhrenwürmer als Filtrierer, ich habe die Auster als Filtrierer, ich habe 1, 2, 3, 4 Manellas als Filtrierer und jetzt die Tubastrea. Also insgesamt 8 Tiere, die filtrieren. Ist nicht so die große Menge. Deshalb gebe ich jetzt halt auch nicht krass große Mengen Plankton dazu und vor allem mache ich das deshalb auch nur einmal am Tag. Da kann man sich natürlich immer erstmal an den Angaben auf den jeweiligen Verpackungen orientieren. Ich würde euch aber auch raten, überschreitet die nicht unbedingt, es sei denn, ihr habt eben sowas wie ein reines Azungsantellen-Aquarium, was natürlich dann die ganze Zeit sehr kräftig gefüttert werden muss, weil einfach alles, was da drin ist, natürlich nur davon lebt, wenn Futter im Wasser verfügbar ist. Was ist denn jetzt das Fazit von dem ganzen Thema? Das Fazit sollte sein, dass du einerseits keine Angst haben solltest, auch mal Azungsantelle oder filtrierende Tiere einzusetzen, weil deren Haltung ist eigentlich kein Problem, wenn du dich ein bisschen um das Futter kümmerst. Und Futter ist erst recht kein Problem. Es gibt so viele Feinstfuttersorten, Staubfuttersorten, Korallenfuttersorten, Flüssigfuttersorten, Phytoplankton mittlerweile, echtes, lebendes, richtig gutes Phytoplankton kriegst du wirklich gut mittlerweile. Das heißt, da eine Nährstoff- und Nahrungsversorgung für diese Tiere aufzubauen, ist überhaupt gar kein Problem. Es macht halt Sinn, sie nachts zu füttern, weil es auch dem entspricht, wie sie im Riff die Nährstoffe häufiger aufnehmen können. Und weil natürlich auch alle anderen Korallen dann auch extra noch was davon haben, weil die, wie gesagt, auch nachts ihre Fangtentakel ausbreiten für die andersartige Nahrung, die nicht mit Licht zu tun hat. Die brauchen sich unbedingt, aber wenn sie es kriegen, freuen sie sich darüber und wachsen dann auch besser und können dabei auch bessere Farben zeigen. Achtet ein bisschen auf die Dosierung, das kann man ganz gut in den Griff bekommen, wenn man sich so ein bisschen anschaut, okay, was ist halt mit eventuell auftretenden Störenfrieden, die man nicht haben will, sowas wie Glasrosen oder so, weil die natürlich auch davon angefüttert werden. Wenn die Glasrosenpopulation sehr schnell zunimmt, dann weiß man, okay, vielleicht sollte ich ein bisschen weniger füttern und gleichzeitig sollte man sich dann natürlich auch so ein bisschen um die Glasrosen kümmern. Achtet bei der Platzierung von Azungsantellen, Korallen darauf, dass sie nicht zu versteckt sitzen, denn auch wenn sie kein Licht benötigen, müssen natürlich die Nährstoffe irgendwie zu ihr hinkommen. Und gerade wenn ihr die Korallen aktiv mit einer Pipette oder so füttert, dann müsst ihr halt mit der Pipette auch an die Korallen und an die Polypen rankommen, um sie zu füttern. Deshalb, sie können im Schatten stehen, ja, aber platziert sie jetzt nirgendwo nicht unter großen Steinen aufbauten, wo ihr halt gar keine Chance mehr habt hinzukommen, dann kriegen sie halt auch nicht so richtig Futter ab. Und Azungsantelle, Korallen und auch filtrierende Tiere sind einfach tolle Ergänzungen für ein Meerwasseraquarium, weil sie einfach nochmal ein anderes Verhalten an den Tag legen, weil sie bei den Korallen sehr, sehr beeindruckende Farben an den Tag legen können und weil sie bei den anderen Tieren auch einfach Tiere sind, die du sonst nicht hast. Also gerade so große Röhrenwürmer sind super faszinierende Tiere. Sowas wie eine Auster finde ich einfach immer noch krass und so ein bisschen absurd, dass ich sagen kann, ey, ich habe übrigens eine Auster in meinem Aquarium. Und ja, die lebt, die ist nicht zum Essen gedacht. Aber ne, das ist schon cool. Also da kann man schon viel mitmachen und sich einfach nochmal viele spezielle Verhaltensweisen der Natur so wirklich auch anschauen und gleichzeitig auch nochmal so ein bisschen dafür sorgen, dass man ein anderes Gefühl für sein Aquarium bekommt, wenn man sich jetzt auch noch eben um Nährstoffversorgung für solche filtrierenden Tiere Gedanken machen muss. Das macht es meiner Meinung nach nicht unbedingt komplizierter, weil füttern musst du ja sowieso in deinem Aquarium und ob ich jetzt nochmal Flüssigfutter oder ob ich jetzt nochmal Frostfutter reinhaue, ist im Endeffekt kein Unterschied. Wie immer findet ihr natürlich Links zu den ganzen Futtersorten, die ich benutze und benutzt habe, unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch da so ein bisschen dran orientieren, um zu wissen, was sinnvoll funktioniert und was vielleicht auch nicht. Und natürlich auch eine ganze Menge weiterer Quellenangaben, wenn ihr euch über das Thema Zugsantellen und Azugsantelle-Tiere noch ein bisschen weiter informieren wollt. Alles wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ich würde jetzt gerne von dir noch wissen, hast du Azugsantelle, Korallen oder andere Filtrierer in deinem Aquarium? Und wenn ja, wie kümmerst du dich um die? Wo sind die platziert? Fütterst du die direkt oder nur indirekt? Und womit fütterst du? Weil auch das könnte ja noch eine nette Ergänzung zusätzlich zu dem sein, was ich hier benutze, wenn in den Kommentaren vielleicht noch ein paar weitere Empfehlungen auftauchen.